Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Geheimmarkte Tunguska. Hier ist die Goretti und in der letzten Folge haben wir es geschafft, mit Hilfe von Max den Fahrstuhl in Bewegung zu setzen. Wir sind hier nach unten gekommen, haben eine ganze Menge Dinge irgendwie gefunden, in Bewegung gesetzt und jetzt stehe ich hier und möchte ganz gern dieses Ventil bewegen. Dafür haben wir erst mit dem Gewindeschneider was gemacht, dann eine Mutter draufgesetzt und jetzt... Hoppa. Puh, keine Chance. Wie, keine Chance? Kein kluger Spruch von dir, von wegen ein gewisser Herr Pütz oder sonst irgendetwas? Nein? Das ist enttäuschend, Nina. Okay, was ist das Problem? Du hast... Schraubenschlüssel. Mehr fällt mir dazu irgendwie auch nicht ein. Einfach wahrscheinlich keine Kraft. Können wir vielleicht jetzt dieses Ei einsetzen? Das wäre natürlich noch so eine Maßnahme. Wir setzen dieses Ei ein und machen es warm. Vielleicht ist das Ganze ja nur zugefroren. Das wäre so das Nächste, was mir einfallen würde. Gehen wir da mal rüber. Setze sie das Ei ein. Mittlerweile ist mir warm genug. Die bösen Buben können gerne weiterfrieren. Ach, du bist so böse. Das ist nicht des Rätsels Lösung. Hebelkraft würde mir dabei noch einfallen. Können wir das Ding mit irgendetwas verlängern? Schild. Na klar. Versuchen wir es damit. Yay! Durch das aufgesteckte Rohr habe ich jetzt eine bessere Hebelwirkung. Sehr gut. Dann gehen wir da hoch. Und dann versuchen wir wieder unser Glück. Zack. Drehen. Puh, das wäre geschafft. Das Ventil ist aufgedreht. Okay. Ein Heizkörper. Ja, und? Der Heizkörper gluckert vor sich hin und ist kalt. Ich vermute mal, dass sich zu wenig Wasser im Heizkreislauf befindet. Können wir jetzt das Ei einlegen? Vielleicht ist das jetzt, manchmal ist es ja so, dass man einfach nur genügend Sachen machen muss, um dann irgendwie ein Ei einzusetzen. Mittlerweile ist mir warm genug. Okay, nein, das war nicht das Rätselslösung. Danke, liebe Nina. Können wir mit Max... Wenn Max die Tür schon aufbekommen hätte, würde er wohl jetzt neben mir stehen. Auch das können wir nicht. Wieder runter mit dir. Ja, jetzt stehe ich da mit meinem Latein. Nochmal da dran drehen können wir nicht. Wasser läuft nicht. Eine der Überwachungskameras. Hoffentlich hat Max im Kontrollraum die Monitore immer im Blick. Kann man Max vielleicht ein Zeichen geben? Hier, Abdruck. Tatsache. Wasser? Heizung? Fehlt da Wasser in der Heizung? Ich werde mal schauen, ob ich hier irgendwo einen Regler für die Wasserzufuhr finde. Ich hoffe, das war der richtige Schalter. Okay. Ein Heizkörper. Ja, Genug Wasser scheint jetzt vorhanden, aber der Heizkörper wird trotzdem nicht warm. Ja, weil du das Ei nicht eingesetzt hast, junge Frau. Setz doch mal dieses blöde Ei ein. Gibt's doch nicht. Wir haben die ganze Zeit dieses Ei im Inventar. Warum setzt sie das nicht ein? Mittlerweile ist mir warm genug. Na. Okay, sie will es einfach nicht. Können wir Max noch mit irgendwas ein Zeichen geben? Wir brauchen Wärme, keine Ahnung. Vielleicht kann Max aber, wenn das Ding nicht drin ist, hier mit dem Feuerzeug. Wenn mein Plan funktioniert und Max meinen Hinweis versteht, wird die Heizung warm und damit auch die Rohre, in denen der Eiszapfen steckt. Wenn der dann schmilzt und aus den Rohren rausrutscht, wird er hoffentlich das Fass von dem Regal auf den Boden schubsen. Und sobald der Deckel von dem Fass aufgeht und diese hochexplosive Chemikalie mit dem Eis auf dem Boden in Berührung kommt, macht's kabumm. Ein toller Zeitzünder. Wenn ich hier irgendwie raus könnte. Ich sollte also gleich anschließend das Ventil wieder schließen, sonst fliegt die ganze Bude mit Max und mir zusammen in die Luft. Kein Feuer in der Heizung? Na, dann wollen wir mal den passenden Knopf suchen, der etwas einheizt. So. Das sollte es gewesen sein. Oh, verdammt. Nina, pass auf! Was? Hab ich doch richtig gehört. Die Dame hat es also tatsächlich geschafft, sich zu befreien. Dann komm mal mit. Der Chef freut sich schon drauf, dich endlich mal kennenzulernen. Na, toll. Ah, Fräulein Kalenko. Endlich lerne ich Sie mal persönlich kennen.
Ich bitte meine schlechten Manieren zu entschuldigen. Ich hätte mich schon viel früher vorgestellt, aber Sie sehen ja, ich bin ziemlich im Stress. Gestatten, Massimo Gattuso. Entführung, schwere Körperverletzung und was sonst noch alles dazukommt, gehört bei Ihnen also zum guten Ton? Nein, aber besondere Ereignisse erfordern leider nun einmal besondere Maßnahmen. Aber da Sie nun schon mal hier sind, darf ich Sie herzlich einladen, ganz exklusiv und aus der ersten Reihe einer Weltpremiere beizuwohnen. Darauf kann ich verzichten. Da würde Ihnen aber etwas entgehen. Sie werden Zeuge, wie meine neuen Marketingmaßnahmen die Menschheit in eine glücklichere Zukunft führen. Da bin ich aber gespannt. Völlig zu Recht. Sie kennen das doch sicher selbst. Tagelang überlegen Sie, welches Kleid Sie kaufen wollen. Dann noch ein Streit mit Ihrem Freund, ob man sich lieber für die rote oder doch eher die grüne Couch entscheiden sollte. Ich brauche keine Couch und schon gar keine grüne. Ich nehme den Menschen diese Probleme in Zukunft ab. Durch Gehirnwäsche? Ich nenne es Entscheidungshilfe. Dadurch bleibt den Leuten nicht nur viel Ärger erspart, sie haben auch viel mehr Zeit, sich um wirklich wichtige Dinge zu kümmern. Sie müssen zugeben, eine wahrhaft edle Geste von mir. Ich muss zugeben, Sie sind noch kranker, als ich gedacht hatte. Es geht Ihnen nur darum, Ihre Produkte zu verkaufen. Die Menschen sind Ihnen scheißegal. Schade, dass Sie meine Pläne nicht zu würdigen wissen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden keine Gelegenheit mehr haben, sich daran zu stören. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss den ersten Testlauf vorbereiten. Und wenn ich Ihnen noch einen kleinen Rat geben darf, freuen Sie sich, bei diesem Schauspiel dabei sein zu dürfen. Wäre doch schade, wenn Sie Ihre letzten Stunden nicht genießen würden, oder? Na danke, du Lange Kleiner. Lange kann es nicht mehr dauern, bis der Eiszapfen aus dem Rohr rutscht. Ich muss hier schnellstens raus. Das wird gar nicht passieren, weil du dieses blöde Ei noch hast. Ach, Gottes Willen. Und der macht wahrscheinlich alles aus Nächstenliebe heraus. Ja, guck mal, mit dem können wir was anfangen. Mit ihr auch. Mit unserem lieben Freund Oleg. Ein Kran. Da sitzt wahrscheinlich der kleine Max hinter die Maschine. Kontrollpult. Sergej, du kleiner Verbrecher, bist auch da. Und da ist der Ausgang, aber da kommen wir bestimmt nicht raus. Ja, schauen wir uns einfach mal alles an. Kontrollanzeigen scheinen wichtig zu sein. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich habe auch nichts übersehen, oder? Nein, habe ich nicht. Okay. Sergej steht da vermutlich nicht nur zum Spaß. Mit Sicherheit nicht, der wird dich nicht rauslassen. Noch einer, der mich die ganze Zeit verarscht hat. Ich nehme mal an, dass er Massimos Informationsquelle in Russland war. Mit Sicherheit. Mein Interesse an einer Unterhaltung mit ihm entspricht den Temperaturen hier unten. Von hier aus wird wohl der ganze Ablauf des Projekts gesteuert und überwacht. Okay. Das Komitee der sympathischen Weltverbesserer möchte mich vermutlich nicht in seine Reihen aufnehmen. Damit will Massimo seine kranken Pläne verwirklichen. Ja, es ist echt schlimm. Da komme ich nicht unbemerkt hin. Stellt euch das mal vor, Gedanken manipulieren zu können, ja? Gedanken manipulieren, das geht gar nicht. Eigentlich macht sie einen recht sympathischen Eindruck. So kann man sich täuschen. So ist es. Frau Charleroi? Halt's Maul, sonst wird Sergej es dir stopfen. Boah, wie bist denn du drauf, Alte? Hinter seiner pseudo-charmanten Art steckt ein aalglatter und skrupelloser Oberbösewicht, wie er im Buche steht. Oh je, können wir denn mit ihm sprechen? Oh, Tatsache, so höflich ist er dann doch. Wir können über die Sekte mit ihm reden. Und das Gerät. Will ich mit ihm über die Sekte reden? Ich hoffe, Nina macht da nichts Unbedarftes. Falls es Sie interessiert, eine Sekte ist soeben eingetroffen. Oh, die sind gerade dabei, ihre oberirdischen Anlagen zu zerstören. Ja, sicher. Von wem werden Sie denn angeführt? Dem weltenrettenden Superhelden? Ich meine es ernst. Und ich glaube, Ihnen bekommt die Kälte nicht. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Für solche Unterhaltungen habe ich keine Zeit. Ganz locker bleiben, mein Freund. Was ist denn mit deinem Gerät hier? Was können wir da dran machen, damit was manipulieren? Die ganzen Geräte hier am Ende der Welt aufzubauen, das muss doch ein riesiger Aufwand gewesen sein. Wozu das Ganze?
Die Geräte sind extrem empfindlich. Sie sehen die große Anzeige da hinten? Ist ja kaum zu übersehen. Das Projekt wird genauestens überwacht, weil jegliche Störstrahlung eine Fehlfunktion zur Folge haben könnte. Daher sind wir auch auf Nummer sicher gegangen und haben die Anlage unter der Erde aufgebaut. Okay, Strahlen stören das ganze Gefilde halt. Wir haben doch ein Handy, ne? Müssen wir gleich ausprobieren. Ich rede jetzt erstmal mit Oleg. Ich hab dem Typen wirklich vertraut. Wie konnte ich nur so blöd sein? Ich weiß auch nicht, Nina. Ich würde gern... Ruhe! Professor Charlois muss sich konzentrieren. Ja, na klar. Ich wünschte, deine Gedanken wären die ersten, die manipuliert werden, du fies Möpp. Wieder eine von diesen Überwachungskameras. Ja, die sind überall. Da komme ich nicht unbemerkt hin. Okay, dann müssen wir irgendwie die beiden erst ablenken wahrscheinlich. Mal gucken. Ein Lastenkran. Ich sehe keine Möglichkeit, den Kran von hier unten zu bedienen. Und da oben müsste Max drin sein. Hoffentlich haben sie ihn noch nicht erwischt. Die Kamera können wir nicht bedienen? Können wir ihn nicht einfach erschlagen? Hier. Ich kann nicht alle auf einmal erschlagen. Spätestens nach der ersten Person würde ich vermutlich tot am Boden liegen. Ah, das könnte natürlich sein. Schmeiß einfach den... Ich kann das Ei an ihm entweder geben oder einen Kopf schmeißen? Ja, dann. Ich hab hier was, wonach ihr bestimmt schon sucht. Oh, das Teil aus der Wasserpumpe. Vielen Dank. Wir werden uns mit einem schmerzfreien Tod erkenntlich zeigen. Sehr freundlich von Ihnen. Oleg! Bau das Ding mal schnell wieder ein, damit wir es oben in der Station schön warm haben, wenn wir unseren Triumph feiern. Okay. Sie haben dann ein Auge auf unseren Ehrengast? Ich glaube nicht, dass unsere Prinzessin fliehen möchte, oder? Nein, natürlich nicht. Ist ja unheimlich gemütlich hier. Richtig, richtig. Und wir gucken dir gerne dabei zu, wie du Verbrecher... alles Mögliche machst hier. Okay, Oleg, werden wir schon mal los. Können wir jetzt das Ding da ihm an den Kopf schmeißen? Ich kann nicht alle auf einmal erschlagen. Ja, okay, das geht nicht. Aber können wir die mit der Kamera was machen? Da komme ich nicht unbemerkt hin. Können wir einen Störfaktor senden? Tatsache. Yay! Wir haben hier irgendwo eine Störstrahlung. Wenn wir das nicht ganz schnell wieder in den Griff kriegen, müssen wir den Versuch abbrechen. Die gucken alle zur Seite. Jetzt deine Chance, Nicole. Habe ich Nicole gesagt? Nina! Flucht über den Kran? Na, wenn das mal gut geht. Aber eine bessere Idee habe ich auch nicht. Also, versuchen wir es. Viel Glück, Nina. Danke. Oben wird es wieder warm und der Champagner ist kaltgestellt. Unserer Feier steht also nichts mehr im Weg. Die Feier muss warten. Wir haben hier ernsthafte Probleme. Ja, geschafft! Oh je, hoffentlich kommen die da pünktlich raus. Das sieht nicht gut aus. Nein, nein, nein. Was zum Teufel war das? Das verdanken wir bestimmt der kleinen Kröte hier. Aber nun ist Schluss mit lustig, jetzt mache ich dich platt. Das ist ja richtig actionreich am Ende. Es tut mir leid, dass ich mich in dir getäuscht habe. Aber Oleg war sehr überzeugend und... Schon okay. Du weißt ja, ich bin ein Mann. Ich bin nicht nachtragend. Komm, wir müssen zum Flugzeug. Die Leute von der Sekte warten bestimmt schon. Oh, und da ist auch schon das Transportmittel. Wunderbar. Ab geht die Post. Kavum.
Das war's mit euch, Jungs. Tschüss, macht's gut. Einiges zu erzählen. So ist es wohl. Ja, wundervoll. Ich würde sagen, das war das Ende, oder? Abspann. Mein Vater hat monatelang versucht, die Geschehnisse wissenschaftlich aufzuarbeiten. Gab dieses Vorhaben dann aber mit der Erkenntnis auf, dass es wohl doch Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die sich nicht mit Formeln erklären lassen. Trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, hat eine kleinere Filmgesellschaft sehr großes Interesse an seiner Geschichte. Das ist ja nice. Hausmeister Eddie schloss sich nach seiner Begegnung mit der Sekte unverzüglich den anonymen Alkoholikern an und blieb seither trocken. Tritt mit seiner markanten Stimme ab und zu als Sprecher für Goblins in Computerspielen auf. Super. Lisa wollte ursprünglich Fotografin werden. Das scheiterte allerdings daran, dass sie die Batterien in der Kamera nicht wechseln konnte. Auch die angestrebte Karriere als Fahrradkurier fand bereits nach 2 Stunden und dem ersten Platten ein jähes Ende, da ihr niemand den Reifen flickte. Jetzt verkauft sie an ihrem kleinen Stand am Kurfürstendamm magnetische Mikrowellenhamster. Hervorragend, ich komme gar nicht dazu, was zu sagen hier. Als die Polizei zum Museum kam, war Kanskis Leiche verschwunden. Wie ich am Amulett erkannt hatte, gehörte der Kommissar zu der mysteriösen Sekte, von der man seit ihrer Intervention in der Antarktis nichts mehr gehört hat. Unklar bleiben die Motive der Sekte. Hat sie wirklich nur zum Wohle der Menschheit gehandelt? Und ist sie wirklich verschwunden? Der Kanalarbeiter bemerkte gerade noch rechtzeitig meinen Schwindel und kündigte nicht. Eine Woche später landete er dann aber tatsächlich den Glückstreffer im Lotto, trennte sich von seiner Frau und lebt seither glücklich und zufrieden. Seine Unpünktlichkeit kostete Zugführer Karpin den Job. Die deutsche Konkurrenz nahm ihn aber freudestrahlend auf. Seitdem ist er täglich auf der Strecke Hamburg-Bielefeld im Einsatz. Soldatin Romanova und Soldat Yushin beschlossen nach weiteren 2376 gemeinsamen Zigarettenpausen, das Rauchen aufzugeben. Seitdem verbringen sie ihre Freizeit damit, sich gegenseitig Nikotinpflaster auf die unterschiedlichsten Körperteile zu kleben. Gerüchte über eine bevorstehende Hochzeit konnten allerdings nicht bestätigt werden. Woher denn auch? Der Mann war schwul. Die Agenten Fetisov und Radenko verließen den FSB, um in Moskau eine Boutique für maßgeschneiderte Anzüge zu eröffnen. Das dramatisch aussehende Zugunglück hat übrigens keine Opfer unter den Passagieren gefordert. Die Wissenschaftler rätseln immer noch ob der merkwürdigen Ergebnisse der von mir so brillant manipulierten Pflanzenanalyse. Der Dobermann ergriff beherzt die Gelegenheit zur Flucht und macht seither in den Fußstapfen eines seiner Vorfahren die Moorgebiete in England unsicher. Alles klar. Gewinnerin Sandrin landete bei ihrer Ankunft in Deutschland wegen des Schmuggels bedrohter Tierarten im Gefängnis. Oh nein. Wirt O'Brien wurde vor seiner Kneipe von einem betrunkenen Lastwagenfahrer angefahren, hängte daraufhin seinen Job als Wirt an den Nagel und gibt seither Rhetorikseminare an der Universität in Dublin. Weil er so viel geredet hat, nicht wahr? Sein Arzt empfahl Angler Foley, eindringlich mehr auf seine Gesundheit zu achten. Seitdem angelt er nur noch bei Sonnenschein, also 2-mal im Jahr, und ist auf schottischen Whisky umgestiegen. Kein guter Einfall. Gast Klaus verlor durch die Schließung der Kneipe sein Zuhause. Heimat und ziellos zog er monatelang durch die Weltgeschichte, bis er schließlich in Gesthacht eine Bleibe fand und sich nun dem Rätseldesign von Grafik-Adventures widmet. Pförtner Fernando arbeitet zurzeit an seiner Gemäldeserie Die 1000 höchst unterschiedlichen Wachstumsstadien der Dattelpalme. Schwester Sabrina gewann dank unermüdlichem Körpereinsatz tatsächlich die Bürgermeisterwahl. 9 Monate später musste sie ihr Amt allerdings wegen Mutterschaftsurlaubs wieder abgeben. Ja, so kann's passieren, ne? Patient Puyol schaffte direkt nach der Fertigstellung des Innenhofs den Weltrekord im Kartenhausbau.
Seitdem tingelt er durch zweifelhafte Samstagabendshows, quasselt sinnloses Zeug und verdient sich damit eine goldene Nase. Die äußerst bösartige Unterstellung, dieser Werdegang sei eine generelle Voraussetzung für eine Karriere im Fernsehen, weisen wir hiermit aber aufs Schärfste zurück. Danke für die Empfehlung, junge Frau. Ramon bastelt auf Grundlage der äußerst seltsamen Konstruktionszeichnungen von Manuel Perez noch viel seltsamere Figürchen aus Muscheln und verkauft diese zu Wucherpreisen an Touristen. Ja, so verdient man sich auch eine goldene Nase, hä? Das Schurkenquartett wurde für sehr lange Zeit sprichwörtlich auf Eis gelegt. Damit bleibt Gedankenkontrolle in großem Stil weiterhin einem sehr beliebten Online-Rollenspiel vorbehalten. Okay, das da wäre. Die Gehaltsverhandlungen haben wir hinter uns gebracht. Die Verträge sind unter Dach und Fach. Also freut euch auf ein Wiedersehen in Geheimakte 2. Wunderbar, wundervoll. Ein total geiler Einfall. Aber es geht wohl noch weiter. Ja? Habe ich mich eigentlich schon bei dir bedankt? Nein, ich denke nicht. Das Flugzeug hat doch bestimmt einen Autopiloten. Na, wo sind die beiden denn wohl hin unterwegs? Oh, der Autopilot funktioniert wohl nicht ganz richtig. Max, wieder zurück an Steuer, lass dich nicht ablenken. Max, tu was, Max. Das Ende. Kamera läuft. Und ich würde Ihnen auch gerne helfen. Ins Bett gehen brauche ich jetzt nicht mehr und schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin. Also, wenn ich was für Sie tun kann. Das ist lieb. Schau mir in die Augen, Kleines. Sorry, hab den Text vergessen. Schnitt! Wissen Sie, was der Unterschied zwischen uns beiden ist? Bei mir sieht das Outfit cool aus. Schnitt! Nur weil ich irgendwelche Scheißfilme für Scheißleute drehe, heißt das nicht, dass ich gern Schauspieler bin. Außerdem war ich nicht hervorragend und ich war nicht ausgezeichnet. Ich war monumental! Ich war epochal! Kamera läuft. Das gibt's doch nicht. Requisite! Bitte bringt die präparierte Eisenstange, ihr Spaßvögel. Mein Name ist Morangi. Ken Morangi. Kamera läuft? Wenn ich das richtig sehe, könnte die Pampe jetzt eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Marmelade. Schnitt! Ich vertrage das Zugfahren nicht, tut mir leid. Drehen wir die Szene nochmal? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Na dann, danke aber auch. Und das war's aber jetzt auch wirklich. Also das muss euch erstmal einer nachmachen. So ein Einfall, ja, für das Ende eines Spiels. Grandios. Naja, nichtsdestotrotz, ich bin nicht dazu gekommen, irgendetwas zu sagen, weil zwischen dem ganzen Gerede wollte ich auch nichts Großartiges sagen. Ein schönes Spiel, das auf jeden Fall. Mit sehr vielen schönen Rätseln. Klar kannte ich das Spiel schon, keine Frage. Aber bei den ein oder anderen Rätseln, wann habe ich das Spiel gespielt? Ich habe das Spiel, glaube ich, vor 3 Jahren gespielt, 2 Jahren. Und dementsprechend, wow, die Musik ist gerade sehr laut auf meinen Ohren. Ich hoffe, man hört mich überhaupt noch. Dementsprechend waren die ein oder andere Rätsel, ja, die waren mir noch sehr geläufig. Andere Rätsel wiederum nicht mehr so. Von daher, Ende des Ganzen und dieser Abspann war phänomenal. Sollten sich andere, ja, Computerspielehersteller vielleicht mal ein Scheibchen von abschneiden. War toll. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Super. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich für das Schauen dieses Let's Plays. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß und vor allen Dingen an dem Abspann. Den werde ich mir gleich selber nochmal angucken. Wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allem gesund. Und bis zu dem nächsten Let's Play, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!